Ich wünsche euch einen schönen Morgen. Я желаю вам доброго утра. Heute ist ein cooler Morgen. Сегодня такое чудесное утро. Entspann dich mal so ein bisschen, просто mach dich mal locker. Расслабься. Wir sind hier in der Gemeinde, du kannst dich entspannen. Мы здесь в церкви, ты можешь расслабиться. Ich will auch ein bisschen vielleicht dazu beitragen. Я также хочу сказать. Wisst ihr, es gab mal einen Mann, der kam zu Gott. Пришел человек к Богу. Gott, wie viel sind für dich 1000 Jahre? И он сказал, как для тебя 1000 лет? Gott zu ihm gesagt, eine Sekunde. И Бог говорит, одна секунда. Sagt er, boah. И он говорит, да. Und wie viel sind für dich 1 Million Euro? И что для тебя 1 Million Евро? Hat Gott gesagt, das ist 1 Cent. Это как 1 Cent. Sagt er, boah. Он говорит, вау. Gott, wenn es dir nichts ausmacht, vielleicht gibst du mir noch 1 Cent. Господь, если для тебя это ничего не значит, то дай мне этот цент. Hat Gott gesagt, okay. И Бог говорит, окей. Okay. Aber eine Sekunde noch. Но только еще подожди секунду. Ja. Ja, so ist das. Ne? Genau, ihr kennt ja dieses Sprichwort, Gott gibt mir Geduld, aber bitte jetzt. Ne? И вы знаете эту пословицу, Господь, дай мне терпение, но пожалуйста, сейчас. Okay, also, ich danke Gott einfach für diesen Morgen hier. Я благодарю Бога за это утро. Für die Möglichkeit, dass ich einfach hier auch predigen darf. И за это возможность, что я могу здесь проповедовать. Und Pastor hat gesagt, dass in der letzten Zeit vor allem der Teufel Familien und auch insbesondere die Gemeinde angreift. И пастор сказал, что дьявол в последнее время нападает на семьи и на церковь. Und es ist echt ein großes Anliegen von mir, dass Gott einfach die Familien auch gerade in unserer Gemeinde schützt. Weil ich weiß, dass Gott Familien beruft. Ich glaube nicht daran, dass Gott nur einzelne Personen beruft. Gott beruft Ehepaare, gesamte Familien. Und das ist etwas, was Gott einfach gerade in unsere Gemeinde, in unsere Zeit hineintragen möchte. Это то, что Бог хочет дать в наше время нам. Weil Jesus sagt, ich und mein Haus. Потому что Иисус Навин сказал, я и мой дом. Wir wollen dem Herrn dienen. Мы будем служить Господу. Das ist ein ganz, ganz besonderer Punkt. Это особенный пункт. Und da werden wir auch nachher, können wir noch dafür beten, dass Gottes Schutz darauf liegt. И после мы будем молиться, что Бог положил свою защиту. Aber ich habe heute ein anderes Thema. Но у меня сегодня другая тема. Und zwar habe ich das Thema so genannt, aus Leid zum Segen für andere. И тема моя из скорби, чтобы стать благословением для других. Ich habe als Teenager mit 17 Jahren bin ich Gott begegnet, kann ich so sagen. Я как подросток 17 лет встретился с Господом. Ich habe schon im Vorfeld mit 9 Jahren die Taufe im Heiligen Geist erlebt. И я до этого пережил 9 лет раньше пережил крещение Духом Святым. Das war der 24. Mai 1999. Это было 24 мая 99 года. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Я никогда не забуду этот день. Wisst ihr, aber als Teenager bin ich, sag ich mal, in einen lauwarmen Zustand gekommen. Но как подросток я пришел в такое теплое состояние. Und ich bin Gott nicht wirklich nachgefolgt. Я не следовал как надо Господу. Und es kam der Moment, wo ich mich entscheiden musste. И пришел тот момент, когда я должен был делать выбор. Willst du ein Leben mit Gott leben oder willst du ein Leben in der Welt leben? Хочешь ли жить с Богом или хочешь жить с миром? Wisst du, ich bin mit 17 Jahren Gott begegnet. И в 17 лет меня встретился Господь. Und ich habe in mir ist ein tiefer Hunger entstanden, Gott zu suchen. И во мне возник этот голод искать Господа. Und ich habe angefangen, das Wort Gottes zu lesen. И я начал читать Библию. Und ich habe es nicht gelesen als eine Information. И я не читал просто как информация. Wisst ihr, eine Information wird dich nicht verändern. Информация просто не изменит тебя. Wir leben in einer Informationsgesellschaft. Мы живем в обществе, где много информации. Wir sind alle so kleine Journalisten. И мы все такие маленькие журналисты. Und wir googeln alles Mögliche. И мы можем все узнать по интернету. Und ich glaube, die Professoren an den Hochschulen, an den Unis, die sind immer sehr unter Druck. И я думаю, что профессоры, они под таким большим давлением. Weil da sitzen immer so schlaue Studenten und die googeln alles sofort, was Потому er gesagt hat. Потому что есть такие умные студенты, которые сразу все ищут в интернете подтверждение. И они потом говорят, момент, там ты неправильно сказал. Und wisst ihr, diese Information, was macht sie mit uns? И что делает с нами информация? Hilft sie uns weiter, verändert sie uns? Помогает ли нам, изменяет ли она нас? Es gab einen Moment in meinem Leben, wo ich einfach sehr viel mich fixiert habe auf diese Informationen. И было время, когда я сильно сконцентрировался на информации. Während meines Studiums, ich habe viel Zeitung gelesen, habe mir viel Wissen angeeignet. И когда студировал, я много читал газета, я много чего узнавал. Ich möchte sagen, dieses Wissen, diese Information hat mich nicht verändert. Но я хочу сказать, что эти знания, что эта информация, она не изменила меня.
Als ich angefangen habe, das Wort Gottes zu lesen und nicht als Information, sondern als eine Erkenntnis für mich persönlich. Но когда я начал читать слово Божье не просто как информация, но как познание для меня лично. Diese Erkenntnis hat mein Leben verändert. И это познание изменило меня. Es sind, du kannst die Bibel auswendig kennen, du kannst das rauf und runter sprechen und das sind Informationen, die du vielleicht irgendwann mal aufgeschnappt hast. Ты можешь даже слово Божье наизусть читать и можешь говорить какие-то информации, которые ты где-то услышал. Aber wenn diese Information nicht Teil deines Lebens wird, nicht zur Erkenntnis wird. Но если эта информация не стала не частью твоей жизни, не станет познанием, wird das sich nicht verändern. Оно не изменит тебя. Sondern es geht darum, das Wort Gottes zu erkennen. И речь идет о том, чтобы мы познавали Слово Божье. Und einer hat mal gesagt, dass die Perlen tief, also es ist Tatsache, dass die Perlen tief am Meeresgrund liegen und nicht an der Oberfläche. И жемчужины, они лежат на дне морском глубоко, они не лежат на поверхности. Gott möchte, dass du anfängst zu tauchen, dass du diese Perle entdeckst des Wortes Gottes. И Бог хочет, чтобы ты вникал, чтобы ты внедрялся в Слово Божье. Ich möchte einen Vers vorlesen, den Kernvers für die heutige Predigt. И ключевой стих сегодня. Ich möchte Patrick bitten, dass du 2. Korinther 1, Vers 4 aufschlägst oder ausblendest. 1:4. 2. Korinther 1, Vers 4. 2. Korinther 1:4. Und ich lese das mal nach meiner Übersetzung hier vor. И я буду прочитать по моему переводу. Und da heißt es, in allen unseren Nöten kommt uns, also Gott, uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Der Schlüssel ist, dass Paulus sagt, den Trost, den wir empfangen haben. Ключ в том, что Павел говорит, утешение, которое мы получаем. Als es uns schlecht ging, als wir durch Unterdrückung oder durch Sorgen gegangen sind. Когда нам было плохо, когда у нас были скорби, когда мы были под давлением. Der Schlüssel liegt darin, dass er sagt, diesen Trost geben wir weiter. И ключ в том, чтобы мы это утешение отдавали дальше. Anderen Menschen, denen es nicht gut geht. Другим людям, которые сейчас находятся в таком состоянии. Anderen Menschen, die gerade durch eine Wüste gehen. Тем людям, которые идут через пустыню. Und Gott hat uns nie gesagt, dass wir nie Probleme haben werden. И Бог нам не сказал, что у нас никогда не будет проблем. Er hat gesagt, ich werde euch nie allein lassen. Он сказал, что он не оставит нас одних. Jesus hat gesagt, ich werde gehen, aber ich sende euch einen Tröster. И он сказал, что я уйду, но я вам пришлю утешителя. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Я не оставлю вас сиротами. Und der Heilige Geist ist unser Beistand. И Дух Святой, он нас поддерживает. Er ist derjenige, der uns das Leben leichter machen möchte. Это тот, который хочет облегчить нашу жизнь. Der uns den Alltag erleichtert. Который повседневную жизнь облегчает. Gott ist nicht kompliziert. Бог, он не комплицированный. Er ist so unkompliziert. Он такой простой. Dass manche Theologen ihn nicht verstehen. То, что не могут понять теологи. Gott ist sehr unkompliziert. Он очень простой Бог. Er ist einfach. Он простой. Er ist Alltagsgott. Он повседневный Бог. Er möchte uns das Leben leichter machen. И он хочет облегчить нашу жизнь. Und ich sehe mal den Heiligen Geist als einen Anwalt. И возьми этого Духа Святого как адвоката. Genauso wie wir kennen, dass Deutschland ein sehr großes Gesetzbuch hat. Wir wissen das. Что Германия у них очень много законов. Wir kennen das BGB und das HGB und es gibt noch viele andere Gesetze. И там очень много законов. АГБ, БГБ. Und wenn du ein Problem mit dem Gesetz hast, dann gehst du auch zu einem Anwalt, der das Gesetz kennt, der das interpretieren kann. И если у тебя проблемы с каким-то законом, то ты идешь к адвокату, который может тебе в этом вопросе помочь. Und der dich vor Gericht einfach vertritt. И который защищает себя пред судом. Wisst ihr, und es ist nicht anders in der geistlichen Welt. И то же самое в духовном мире. Die Bibel spricht über den Heiligen Geist als einen Anwalt. И Библия говорит о Духе Святом, а как о адвокате. Der dich daran erinnert, was dort geschrieben steht. Который напоминает тебе о том, что написано. Und du dieses Wort gebrauchen kannst. И чтобы ты мог употребить это слово. Und Jesaja 54, Vers 17 sagt, dass keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wurde, Erfolg haben wird. Jesaja 54 говорит, что нет такого оружия, которое не могло бы устоять против тебя. Und wer dich vor Gericht verklagt, den wirst du widerlegen. И тот, кто тебя осудит перед, обвинит перед судом, ты его как бы победишь. Die Bibel spricht über den Teufel als einen Ankläger. И Библия говорит об дьяволе как об
обвиняющему, который обвиняет тебя. Und es ist deine Aufgabe, seine Angriffe zu entlarven. И твоя задача все его нападки открыть. Die Lügen, die dir erschickt, dass du denen keinen Raum gibst. И ложь, которую он тебе посылает, чтобы ты не давал этому места. Und wir wissen, wie Jesus mit dem Teufel umgegangen ist. И мы знаем, как Иисус обходился с дьяволом. Als der Teufel ihn versucht hat. И когда дьявол искушал его. Hat Jesus gesagt, was hat er gesagt? Er steht geschrieben. Jesus сказал, написано. Er hat mit ihm nicht, er hat mit dem Teufel nicht diskutiert. Он с ним не дискутировал. Er hat keine Konversation geführt. Он не вел с ним какую-то беседу. Er sagt, er steht geschrieben, Punkt. И он говорил, так написано. Und Jakobus 4 sagt, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. И Якова написано, противостойте ему твердую веру, и он убежит от вас. Benutze nicht deine Worte, benutze nicht irgendwelche Informationen, die du vielleicht irgendwo aufgeschnappt hast. Не употребляй свои слова или информацию, которую ты где-то получил. Но употребляй Слово Божье. И Paulus sagt, rüstet euch mit der Waffenrüstung. И Павел говорит, вооружайтесь этим оружием. Nimmt das Wort Gottes als ein Schwert. Потому что Слово Божье это обоюдоострый острый нож, нож, меч. Das ist zweischneidiges Schwert, sagt Hebräer. Обоюдоострый меч. Was Geist von Seele trennt. Который разделяет дух и душу. Was geistlicher Weisheit von seelischer Weisheit trennt. Который разделяет духовную мудрость от душевной мудрости. Was Gott erlaubt zu wirken. И Бог разрешает это употреблять. Nimm dieses Wort Gottes in Anspruch. Возьми это слово Божье. Nicht als Information. Не просто как информацию. Sondern als eine Kraft. Но как силу. Als Jesus gesprochen hat, ging Kraft von ihm aus. И когда Иисус говорил, от него исходила сила. Es waren keine Informationen. Это не было просто информация. Es waren nicht nur Informationen. Это не было просто информация. Возможно, aber тоже. In erster Linie sagt Jesus, meine Worte sind Geist und sind Leben. Но он говорил, что мои слова дух и жизнь. Und wenn du diese Worte nimmst, и если ты возьмешь эти слова, dann wirst du merken, da ist Kraft. И ты заметишь, что там есть сила. Und du wirst die Angriffe des Teufels entlarven und dem widerstehen. И ты сможешь противостоять дьяволу. Und nicht nur das, du wirst sie zerstören. И разрушишь его дела. Jesus, Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte heißt es, dass Jesus umherging und die Werke des Teufels zerstört hat. В Деяниях апостолов написано, что Иисус ходил и разрушал дела дьявола. Wir haben dem Teufel viel zu viel Raum gegeben. Мы очень много места дали дьяволу. In unseren Familien. В наших семьях. Wir müssen anfangen zu kämpfen. Нам нужно начинать воевать. Wir müssen anfangen, keine Angriffsfläche mehr zu bieten. И мы должны не давать ему места. Und Epheser 5 sagt, Epheser 4 sagt, gibt keinen Raum dem Teufel. И в Ефесянам 5 написано, не давайте места дьяволу. Das Wort Gottes soll in uns präsent sein. И пусть это Слово Божье живет в нас. Halleluja. Halleluja. Und nochmal zu dem Punkt. Еще раз. Gott hat nie gesagt, dass wir keine Probleme haben werden. Бог не сказал, что у нас не будет проблем. Er hat uns versprochen, uns nie allein zu lassen. Но он обещал не оставить нас одних. Jesus hat gesagt, dass er uns wie Schafe unter die Wölfe sendet. Что он пошлет нас как овец среди волков. Und ich komme zurück zu dem Vers in 2. Korinther. И я возвращаюсь к стиху в 2 Коринфянам. Paulus hat diese Erfahrung, die er durchgemacht hat, weitergegeben. И Павел тот опыт, который он имел в своей жизни, он давал его дальше. Und das war ein großer Trost für viele. И это было утешением для многих. Das ist authentisch, oder? Это же можно понять. Wenn ein Drogenabhängiger, der davon losgekommen ist, wo Gott ihn befreit hat. Если наркоман получит освобождение. Er kann doch diese Erfahrung weitergeben. Он же может этот опыт передать дальше. An die Menschen, die vielleicht gerade in Abhängigkeit sind. И как раз тем людям, которые может сейчас находятся в зависимости. Er ist dafür prädestiniert. Он может это передать, у него есть опыт. Und der andere Mensch weiß, er hat das auch durchgemacht. И этот человек знает, что этот пережил это. Und das ist echt, das ist authentisch. И это действительно настоящее. Der Mensch erzählt keine Geschichten von irgendwelchen человек не просто рассказывает историю о ком-то. Er erzählt seine Geschichte. Но он говорит свою историю. Und gibt sie weiter. И он передает ее дальше. Hey, Gott hat mich befreit. И он говорит, Господь освободил меня. Und er wird auch dich befreien. И он освободит тебя также. Er wird dich auch da durchführen. И он также тебя проведет. Und so gehe nicht einfach durch Schwierigkeiten durch. И ты не проходи просто так через трудности. Sondern wachse durch diese Schwierigkeiten. Но возрастай в этих трудностях. Und die Bibel ruft uns dazu auf, dass wir diese Erfahrung weitergeben. И Библия призывает нас, чтобы мы этот опыт разделяли с другими. Gott möchte unsere Erfahrungen gebrauchen. Бог хочет использовать наш опыт. Gott lässt keine Verletzungen ungenutzt. Он не оставляет просто какие-то потери просто так. Die Erfahrung in deinem Leben. Весь опыт твоей жизни. Die dich am stärksten verletzt.
verletzt oder die du am meisten vielleicht bedauert hast. Die Erfahrung, die du vielleicht verstecken oder vergessen möchtest. Das sind gerade die Erfahrungen, die Gott gebrauchen möchte, um anderen zu helfen. Это как раз тот опыт, который хочет Бог использовать, чтобы помочь другим. Ein Schriftsteller, der hieß Aldous Huxley. Один писатель. Er hat gesagt, Erfahrungen sind nicht etwas, das einem geschieht. Он сказал, опыт это не то, что с тобой произошло. Sie sind das, was man aus dem macht, was einem geschieht. Но опыт тот, что ты из этого вынес, что с тобой произошло. Wenn etwas widerfahren ist, was nicht gut ist, was sehr schmerzvoll war. Возможно, то, что было нехорошо, что было очень болезненно. Dann liegt es in deiner Hand, was du damit machst. То это лежит в твоей руке, что ты из этого сделаешь. Und ich persönlich brauche gar nicht weit gehen. И мне не нужно далеко идти. Ich bin echt ein gesegneter Mann, weil ich ein geistliches Erbe habe. Я очень благословенный человек, потому что у меня есть духовное наследие. Und meine Großeltern, mein Opa, die haben für den Glauben im Gefängnis gesessen. И мои бабушка и дедушка, они сидели в тюрьме за веру. Sie wurden verfolgt. Их преследовали. Es ging um Leben und Tod. И там речь шла о жизни и о смерти. Und mein Opa hat ist nicht verbittert geworden und hat gesagt, was ist das für ein Gott, welchen Gott diene ich eigentlich? И знаете, мой дедушка не ожесточился, он не сказал, что же это за Бог, которому я служу. Sondern er ist rausgekommen und hat weiter Gemeinden gegründet. Но он вышел из тюрьмы и дальше основывал церкви. Er war ein Pastor, der Menschen gedient hat. Und er был человек, который служил людям. Und er hat ein Erbe weitergegeben. И он свое наследие дал дальше. Und ich sitze auf Schultern von einem Riesen. И я сижу на плечах этого человека. Auf einem Riesen. Великана. Menschen, die einen Weg geebnet haben, люди, которые проложили путь, die mir ein geistliches Erbe hinterlassen haben, которые дали мне духовное наследие. Und diese Erfahrungen sind Gold wert. И этот опыт, он стоит больше золота. Gott möchte nicht, dass du diesen Schmerz, Verletzungen, irgendwelche Erfahrungen zurückhältst. И Бог не хочет, чтобы ты оставлял себе какие-то из раны или какие-то переживания. Sondern dass du sie weitergibst und anderen Menschen Mut machst, sagst, hey, wir haben einen lebendigen Gott und er wird auch dich da durchführen. Чтобы ты отдавал это людям и говорил, это же у нас есть живой Бог, и Он тебя также проведет. Lass uns dann ein Vers noch dazu aufschlagen. И мы откроем еще одно место Писания. Das sind vier Verse weiter in 2. Korinther 1, Vers 8. И с 8 стиха, 2 Коринфянам, 1 глава. Bis 10. Und sagt Paulus, ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal damit gerechnet haben, mit dem Leben davon zu kommen. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zum neuen Leben erweckt. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерны и сверх сил, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на нас самих, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит. Аллилуйя. Paulus teilt seine Zweifel, seine Depression, seinen Schmerz mit. Павел говорит о своей скорби, о своей депрессии, о своей проблеме. Und er sagt, hey, und Gott hat uns errettet. И он говорит, вы знаете, Бог избавил нас. Und er schreibt das nicht einfach so. И мы не пишем это просто так. Er hat, glaube ich, wirklich damit gerechnet, dass das Leben vorbei ist. Потому что он действительно думал, что жизнь уже прошла, что конец. Aber sagt, Leute, Gott ist ein lebendiger Gott. Но Бог, он есть живой Бог. Er hat mich errettet vor dem Tod. Und diesen Segen gibt er weiter an viele Menschen, die die Bibel lesen. Благословение он дает дальше другим людям. Und er lässt diese Erfahrung nicht für sich, er behält sie nicht für sich. И он не оставляет этот опыт просто для себя. Teile anderen deine Erfahrung mit. Просто расскажи о своем опыте другим. Zeige ihnen, was du vielleicht durchgemacht hast. Расскажи им, что ты переживал. Dann werden sie Hoffnung bekommen. Тогда у них появится надежда. Und einen Glauben, Вера, auf dem Gott aufbauen kann. На том, что Бог может на этом что-то построить. Wenn wir die Geschichte von Hiob lesen. И если мы читаем историю Иова. Krasse Geschichte, oder? Очень такая сильная история. Ein gerechter Mann.
праведный человек, dem alles genommen wird, которому все было забрано, seine Familie, sein Haus, seine Gesundheit, семья, дом, его имущество, здоровье. Und selbst die Frau hat so gesagt, verfluch Gott und stirb endlich. И жена даже сказала, прокляни Господа и умри. Aber dieser Mann hält an Gott fest. Но этот человек держится за Господа. Wisst ihr, was Hiob am Ende sagt? И знаете, что Иов сказал в конце? Das ist der Schlüssel für mich beim Hiob. Это для меня ключ истории об Иове. Er sagt, ich kannte Gott, wie ich nur vom Hören sagen. Он сказал, я раньше слышал ухом слышал о Господе. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Но теперь глаза мои увидели тебя. Jetzt habe ich dich erkannt. Теперь я познал тебя. Diese Geschichten sind schmerzvoll. И многие истории они болезненны. Und die tun weh. И они и больно. Und Gott weiß, durch welche Nöte wir durchgehen. И Бог знает, через какие нужды мы проходим. Gott spielt nicht mit unseren Gefühlen. Он не играет с нашими чувствами. Gott ist kein Manipulator. Бог, он не манипулирует. Gott hasst Manipulation. Он ненавидит манипуляцию. Und er spielt nicht mit unseren Gefühlen und sagt und gaukelt uns irgendwas vor. И он не играет с нашими чувствами. Sondern er gibt eine Verheißung, die fest ist. Но он говорит то, что истинно и твердо. Gott stellt sein Wort über seinen Namen. И он даже ставит слово свое выше своего und имени. Sagt, was ich gesagt habe, das steht. И он говорит то, что я сказал, что это будет. Und Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. И он говорит, что небо и земля придут, но мои слова не придут. Wir können darauf bauen. Поэтому мы можем строить на этом слове. Wir wissen, dass Jesus unser Helfer und Retter ist. И мы знаем, что Иисус наш помощник и наш спаситель. Und er hält sein Wort ein. И он держит свое слово. Er manipuliert uns nicht. Он не манипулирует нами. Wenn du glaubst. Он говорит, если ты веришь. Gib mir ein Signal. То дай мне сигнал. Gib mir ein Zeichen. Дай мне знак. Sodass ich handeln kann. Чтобы я мог действовать. Wir kennen die Geschichte von Hannah. Мы знаем историю Анны. Eine gläubige Frau, die gottesfürchtig war und aber unfruchtbar war. Женщина, которая была богобоязненна, но была бесплодна. Wir wissen, dass sie Tag für Tag gebetet hat. И мы знаем, что она постоянно молилась. Sie musste ihr Haus mit einer Frau teilen. Also ihren Ehemann auch mit einer Frau teilen. И она должна была делить дом и мужа с другой женщиной. Und diese Frau war fruchtbar, hat viele Kinder bekommen. И та женщина приносила много детей. Und sie hat Hannah aufgezogen. И она дразнила Анну. Weißt du, und Hannah ging eine tiefe Zeit durch das Tal. И Анна проходила эту пустыню. Aber es ist so lange nichts passiert, bis Hannah angefangen hat, etwas zu tun. Но ничего не происходило, пока Анна не начала действовать. Sie hat ihre Sicht oder ihren Blick nicht mehr auf ihr Schmerz gerichtet, sondern auf Gott. Она свой взгляд отвела от своей скорби и повела на Господа. Und sie hat Gott ein Gelübde gegeben. И она дала обет Господу. Wir kennen diese Geschichte. Мы знаем эту историю. Und ein Vers sagt, als sie gewusst hat, und glaub mir, du wirst auch wissen, wenn Gott dein Gebet erhört, dann wirst du es wissen. Есть один стих, где написано, что она поняла, что Бог услышал ее молитву. И ты это чувство тоже получишь, когда Бог услышит твою молитву. Als sie das gespürt hat, hat sich ihr Angesicht verändert, sagt die Bibel. И когда она это почувствовала, то ее жизнь изменяться стала. Dieser schmerzvolle Blick, der immer bei Hannah war. И этот болезненный взгляд, который был у Анны, wandelte sich in Freude. Он превратился в радостный. Wir haben einen großen Gott. У нас есть великий Бог, der alles tun kann. Который может все совершить. Und Lukas sagt, was bei dem Mensch unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. И Лука говорит, что человеку невозможно, Богу возможно. Gott spielt nicht mit deinen Gefühlen. Бог не играет твоими чувствами. Und Gott kennt deinen Schmerz. И он знает твою боль. Und er schaut nicht weg. И он не смотрит на это. Und он er hört это. Auch nicht weg. И он слышит это. Aber gib Gott ein Zeichen. Но дай Богу знак. Geh einen Schritt voraus. Сделай шаг. Komm aus deiner Isolation, aus deiner Höhle heraus. Выйди из твоей ситуации. Und изоляции. Und seh, dass der Himmel offen ist. И посмотри, увидь, что небо открыто. Teile anderen deinen Schmerz mit, deine Erfahrung mit. Говори с другими о твоей боли, разделяй это. Behalte sie nicht für dich. Не удерживай у себя. Das ist der Plan vom Teufel. Это просто план дьявола. Er möchte uns in eine Ecke drängen. Он хочет нас загнать в угол. Dass wir uns isolieren. Чтобы мы изолировали себя. Dass wir uns zurückziehen. Чтобы мы отошли от всего. Dass wir keinen an uns dran lassen. Чтобы мы никого не допустили к себе. Und er so noch mehr und mehr uns zerstören kann. И чтобы он мог больше и больше раздавливать нас. Sondern gib offen zu, wie es dir geht. Просто открыто скажи, в каком ты состоянии. Wenn du die Psalme liest. Если ты читаешь псалмы. Wie viele Emotionen
teilt David dort mit? Сколько эмоций Давид показывает Богу? David war authentisch, er war echt. Он был настоящий. Er hat keine formalen Gebete gesprochen. Он не говорил формальные молитвы. Sondern er hat Gott mitgeteilt, wie er sich gerade wirklich fühlt. Он говорил Богу о том, как он себя чувствует в данный момент. Und in ganz vielen Psalmen sehen wir, wie schlecht es David ging. И мы знаем в Псалмах, как плохо ему было. Und er gesagt hat, dass er so viel geweint hat, dass er sogar fast ausgetrocknet wäre. И он даже так говорил, что он уже высох весь. Aber David hat weiterhin auf Gott vertraut. Но он уповал на Господа. Und wir wissen, wie Gott David erhebt hat. И мы знаем, как Бог поднял Давида. Und wie Gott, Davids Reich gebaut hat. И как он построил царство его. Gott baut seine Gemeinde und er baut sein Reich. Бог строит свою церковь, свое царство. Und er möchte anderen Menschen erreichen. И он хочет достичь других людей. Er eifert um Menschen. Он ревнует о людях. Jesus eifert um Menschen. Иисус ревнует о людях. Und er sieht so viele Menschen in unserer Gesellschaft, die innerlich verbittert und voller Schmerzen sind. И он видит в нашем обществе столько людей, которые ожесточились. Und er möchte Menschen suchen und möchte Menschen gebrauchen, die ihren die auch da vielleicht durchgegangen sind und es anderen mitteilen. И он хочет употребить тех людей, которые что-то пережили и которые бы могли разделять свою боль с другими. Wenn wir nur unsere Stärken zeigen, когда мы показываем только нашу силу, werden Menschen sich unsicher fühlen. Тогда люди будут себя чувствовать некомфортно. Werden Menschen es schwer haben, sich zu öffnen. И людям будет тяжело открыться тебе. Weil sie sagen, das Niveau ist mir da viel zu hoch. Потому что они будут говорить, этот уровень для меня слишком высок. Da kann ich nicht ich sein. То я не могу там быть самим собою. Gott gebraucht unsere Schmerz, unseren Schmerz. Бог употребляет нашу боль. Er gebraucht unsere Erfahrung. Он употребляет наш опыт. Wie ich gesagt habe, es liegt an uns, wie wir damit umgehen. Я как сказал, зависит от нас, как мы это употребим. Verschwende nicht deinen Schmerz. Просто не растрачивай свой опыт. Und wir wissen, dass Gott am Thermostat steht. И мы знаем, что Бог он стоит. Und wie besagt, dass er uns nie etwas auferlegen wird, was wir nicht tragen können. И он не говорил, что он возложит на нас что-то сверх сил. Wir werden durch ein oder wir gehen oft durch eine Feuerprobe durch. Мы часто проходим через это огненное крещение. Wo unser Glaube bewährt wird. Там, где испытывается наша wo вера. Wo er standhaft wird. Когда мы должны устоять. Und das ist etwas Gutes. И это что-то хорошее. In dem Moment viele Sachen verbrennen, die nicht gut sind, die потому schlecht sind. Потому что в это время изгорают те вещи, которые ненужные. Der ganze Unkraut darum verbrennt. И весь этот сорняк он сгорает. Und was bleibt, ist ein ungeheuchelter Glaube. Но то, что остается, это чистая вера. Glaube, der in Autorität und Vollmacht geht. Вера, которая может идти с властью и с авторитетом. Wo du nicht auf deinen Worten baust, sondern auf das Wort Gottes. Когда ты не строишь на своем слове, ты строишь на слове Божьем. Da ist Autorität. Там есть авторитет. Nimm dieses Schwert. Возьми этот меч. Und fang an zu kämpfen. И начинай воевать. Fang an, den Alltag zu verändern. Начинай изменять свою повседневную жизнь. Und es fängt in kleinen Schritten an. И начинается все маленькими шагами. Es fängt in kleinen Schritten an. Начинается маленькими шагами. Und wir kennen so viele Menschen, die ein Beispiel finde ich ist Joyce Meyer. Например, для меня Joyce Meyer. Ihr kennt alle die eigentlich weltbekannte Predigerin. Она знаменитая проповедница. Und viele wissen auch, dass sie als Kind missbraucht wurde. И многие знают, что ее изнасиловали в детстве. Und sie könnte sich auch entscheiden und sagen, der Schmerz ist so groß. И она могла бы принять решение сказать, моя боль слишком велика. Sie könnte diese Bitterkeit noch mehr in sich wachsen lassen. И она могла эту ожесточенность больше в себе взращивать. Aber sie hat sich dagegen entschieden. Но она приняла решение противное этому. Sie hat sich entschieden zu vergeben. Она приняла решение простить. Sie hat sich entschieden, diese Erfahrung anderen mitzuteilen. И она решила свой опыт разделить с другими. Und in diesem Moment baut Gott sein Reich. И в этот момент Бог строит свое царство. Es entsteht eine Hoffnung in vielen Menschen. И это дает надежду многим людям. Die wissen, dass da jemand durchgegangen ist und er ist durchgegangen mit Gottes Kraft. И многие знают, что там кто-то прошел с Божьей помощью. Halleluja. Halleluja. Römer 8:28 sagt. Римлянам 8:28. Dass denen, die Gott lieben, те, кто любит Господа, alle Dinge zum Besten dienen. Все к лучшему происходит. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. И те, которые призваны. Все к его изволению совершается. Kannst du dazu Amen sagen? Можешь ли ты сказать аминь на это? Amen. Auch wenn es vielleicht nicht immer einfach ist, das zu glauben. Возможно, это не так легко это принять или поверить. Auch wenn du durch Schwierigkeiten gehst und du sagst, Gott, ich verstehe dich nicht. И даже если ты проходишь через трудности и говоришь, Господь, я не понимаю, что происходит. Wir haben einen Gott,
dessen Gedanken höher sind als unsere Gedanken. У нас есть Бог, которого мысли выше наших мыслей. Und seine Wege höher sind als unsere Wege. И его пути выше наших путей. Vertrau auf Gott. Просто уповайте на Господа. Wir haben einen lebendigen Gott. У нас есть живой Бог. Der in allererster Linie uns liebt. Который в первую очередь нас любит. Der nicht mit unseren Gefühlen spielt. Который не играет нашими чувствами. Der uns nicht manipuliert. Который не манипулирует. Sondern er spielt mit offenen Karten, wenn man das so sagen darf. Но он говорит открыто. Er sagt ganz offen, wie er denkt. Он говорит открыто то, что о чем он думает. Wir müssen es erforschen und es daraus lernen. Нам нужно это исследовать и научиться. Der Weise lernt aus Erfahrung anderer. Amen. Потому что мудрый учится на ошибках других. Sprüche sagt, die Weisheit steht an der Straßenecke und sie ruft. И в притчах написано, что мудрость стоит у дороги и она призывает, она зовет. Lasst uns für die Weisheit entscheiden. Давайте мы примем решение в пользу мудрости. Lasst uns darin gehen und darin wandeln. И чтобы мы в этом ходили и да и служили в этом. Dass wir loslassen. И чтобы мы могли отпустить. Dass wir loslassen. Чтобы мы могли отпустить. Dass Gott uns heilen kann. То, что Бог мог исцелить Und нас. Darin ist eine große Chance. И есть большой шанс Halleluja. В этом. Halleluja.